So, ich mache Ligeti zum ersten Mal. Ich habe viele Jahre gesucht, wo kann ich diese Oper machen. Dann hier mit Peter Theiler, wir haben gesagt, okay, das ist eine schöne Möglichkeit. In letzter Zeit werde ich ein klein wenig diskriminiert. Das ist nicht eine Oper, das ist eine Anti-Oper. Das ist nicht ein Orchester, das ist ein Anti-Orchester. Das ist nicht ein Dirigent, das ist ein Anti-Dirigent. Es ist alles hier anders, ja? Jede kleine Sache, die sie spielen, ist wichtig, aber auch unwichtig. Die besten Kerle habe ich mir geschnappt. Wir sind ein Pauker und drei Schlagzeuger. Und jeder von den drei Schlagzeugern hat gefühlt 50 Instrumente. Das sind einerseits die klassischen Schlaginstrumente, kleine Trommel, Triangel, Xylophon, Vibraphon. Und dann sind es einige Spezialinstrumente. Also das ist ein reines Schützenfest, was wir da feiern. Hier, man hat natürlich einen sehr großen Einfluss, moderne Einfluss. Er hat gesucht natürlich viele Klänge, die von der Straße kommen. Ja? Zum Beispiel, nur wir haben hier diese. Ja, diese Autohupen und das zum Beispiel ist relativ selten, ja, im Graben. Aber die Oper beginnt mit diesem Klang. Da geht es ja um schwarzen Humor, um Bettgeschichten und um Essen und Feierei. Und das passt alles total rein in das Schlagzeuginstrumentarium, weil es einfach jede Geste, die wir spielen, ist direkt verbunden mit der Bühne. Normalerweise alle sind tot und ein bisschen Drama. Und hier es ist sehr, sehr, sehr lustig. Ja? Aber wirklich lustig. Und ich denke, es ist wirklich komischerweise, es ist stärker als eine dramatische Oper.